Herzlich willkommen beim Wetter für drei, für unsere drei Bundesländer. Vielleicht haben Sie gestern auch so einen fantastischen Mond gesehen. Eigentlich sieht man ja derzeit nur die Mondsichel, aber so ein bisschen matt sah auch der Rest des Mondes aus. Das nennt man den Mond mit Erdschein oder das Da Vinci Glow. Das passiert, wenn abends mal einen sternklaren Himmel hat und wirklich nur die Mondsichel zu sehen ist. Normalerweise scheint ja der Mond nicht von alleine, also der muss beschienen werden von der Sonne. Aber wenn das Licht der Sonne von der Tagseite der Erde reflektiert auf die unbeschienene Seite des Mondes und dann zurückreflektiert wird, dann kann man zum Teil wirklich, weil das ja Ganze zweimal reflektiert ist, den Mond so ein bisschen sehen. Und das ist keine wirkliche Mondfinsternis, sondern das ist wirklich nur das indirekte Licht der Sonne über die Erde. Ein bisschen kompliziert, aber es sieht fantastisch aus. Und wenn Sie wollen, können Sie heute Abend auch noch mal gucken. Vor allem in Sachsen sieht man noch längere Zeit die Sterne und dann auch diese fantastische Mondsichel. Das geht immer nur, wenn wirklich nur so eine Sichel des Mondes nach Neumond zu sehen ist. Ansonsten musste man aber sich heute Nacht ein bisschen wärmer anziehen und heute Morgen zum Teil auch wieder seine Autoscheiben freikratzen, denn es war ein bisschen kalt draußen. Auf dem Brocken -3 Grad, Bad Berka -2 Grad, Bad Lobenstein -2 Grad. Diese Temperaturen sind natürlich winterlich, aber sind wir gar nicht mehr gewohnt. Die letzten Nächte waren extrem mild und die nächsten werden es auch wieder. Tagsüber konnte man heute, wie geplant, eine ganze Menge Sonnenschein genießen. Meist sind nur Schleierwolken durchgezogen und das auch bei frühlingshaften Temperaturen. Am Nachmittag gab es in Aschersleben, in Jena an der Sternwarte und auch in Dresden-Hosterwitz zum Beispiel 10 Grad. In den nächsten Tagen wird es noch ein bisschen wärmer. Bis Freitag steigen die Temperaturen weiter an. Zum Teil 15, 16 Grad rechnen einige Wettermodelle. Danach wird es zwar ein bisschen kälter, aber schauen Sie mal, auch hier liegen wir weiterhin bei 6 Grad plus. Das heißt, der Winter meldet sich erst einmal nicht zurück. Ende des Monats ist der für uns Meteorologen Ende des Winters. Und es wird einer der wärmsten seit Aufzeichnungsbeginn. Denn auch die letzten Monate waren ja schon sehr warm. Und jetzt vor allem der Februar präsentiert sich von seiner extrem milden Seite. Das heißt aber auch, in der Natur passiert schon eine Menge durch diese hohen Temperaturen, auch durch die hohen Nachttemperaturen. Und somit ist der Haselblütenflug derzeit schon richtig hoch und zum Teil der höchste Punkt erreicht, also der Höhepunkt erreicht. Und auch Erlenpollen fliegen derzeit jede Menge durch die Luft. Morgen wird das Ganze ein bisschen eingedämmt für Allergiker, denn ein Tiefdruckgebiet kommt zu uns herein. Die Strömung dreht wieder auf West und damit kommen neue Tiefdruckgebiete. Morgen wird uns dabei allerdings eine Warmfront überqueren und das bedeutet, hinter dem Regen kommt deutlich mildere Luft herein. Die kommende Nacht allerdings, die wird noch mal ein bisschen kalt, vor allem in Brandenburg und auch in Sachsen, wo man längere Zeit noch die Sterne sieht. Ansonsten zieht es sich von Nordwesten her mehr und mehr zu. Und gegen morgen sind in Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und auch Richtung Hessen und Thüringen erste Regenschauer möglich. Temperaturen, je nachdem, wie lang man die Sterne sieht, zwischen 5 und minus 2 Grad. Morgen wird diese Warmfront über uns hinwegziehen. Zunächst in Sachsen noch ein paar Auflockerungen, aber auch hier dann im Tagesverlauf viele dichte Wolken. Immer mal wieder regnet es ein bisschen, trotz der vielen Wolken. Höchsttemperaturen von 4 bis 11 Grad. Der Wind nicht allzu böig. Ihnen einen schönen Abend. Bis später. Tschüss.